Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn, slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing, and they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear, and you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there, a couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now,
let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Right. Hi und herzlich willkommen hier zurück zu einer Folge The Long Dark, Wintermute. Und wir waren hier letzte Folge noch unterwegs ins Haus und von da aus dann weiter zu den Vorratsverstecken. This pack is getting too heavy to carry. Ja, schon okay. So, hier haben wir noch Fleisch, aber wir haben auch hier noch Fleisch. Ja. Ich würde sagen, wir heizen mal ein, ne? Wie viel Holz haben wir denn? 4 Zedernholz. Ja. Ich fange mal oben an. Weil da haben wir die doppelte Kochleistung, mehr oder weniger. Wenn man das so sagen kann, weil wir haben da zwei Kochplätze, anstatt nur einen. So, und somit kommen wir mit deinem Holz länger aus. Buch kann man eigentlich verheizen, weil ist ganz egal. So. Die gestrige Folge, die, kam leider erst heute, weil ich eben gestern ein Problem hatte mit der Lea Sophia Folge. Da ist einiges schief gelaufen beim Aufnehmen. Das war nicht so geil. Aber ja. Ich konnte bis auf die Cam konnte ich alles retten. Und ich hoffe, dass mir das nicht nochmal passiert, weil das ist nicht so geil. Weil als ich die Videodatei in Premiere Pro importieren wollte, hat der einfach meinen ganzen PC abgestochen. Der Programm, ne? Er brauchte dann einfach 32 GB RAM. Daddy das Programm. Das war dann, ja, doch ein bisschen arg. Bei einer Videodatei, die nicht mal 5 GB hatte. Das Problem war, dass zwei Videospuren in einer Videodatei waren. Weil ich nehme die Cam und das Spiel ja separat auf. Mit zwei verschiedenen OBS. Also nicht verschiedenen, sondern mit zwei Instanzen von OBS. Und ich habe vergessen, dass ich das Profil beim einen OBS auf Cam umstelle. Und somit hat es in dieselbe Datei geschrieben, weil ich die Aufnahme ja mit einer Taste starte. Heißt gleichzeitig. Und ja, das war nicht so geil. So. Komm. Steck den mal weg. Klatsch mir noch ein bisschen Fleisch drauf. Oh. Dann trinke ich ganz kurz einen Schluck. Würde ich meinen. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Fleisch. Das können wir eigentlich ja mal essen, ne? So, 2 Stunden 15 Minuten. Passt ja perfekt. Das dauert 19 Minuten. Und sonst haben wir eh nichts mehr. Wir könnten jetzt theoretisch noch Wasser machen. 1 Liter. So. Ich tausche mal das Fleisch aus, was wir hier haben und was wir unten liegen haben. Weil ich möchte nur ungern, dass das hier drin verfault. I can barely walk with this much gear. Ja. So 100. Gut. Dann haben wir hier noch, das wäre das, was wir noch, ja, was
76% Konsistenz hat. Und wir hören das Wasser durch den Boden. Das ist schön. Oh. Ich habe trinken gedrückt. Ich wollte eigentlich warten. Jetzt habe ich ein nicht gekochtes Wasser. Ja. Okay. Never mind. Wie lange haben wir noch? 48 Minuten. So. Ach so, das war schon fertig. Gut. Starting to weigh me down. Ja, das glaube ich. So, den Rest haben wir nicht mehr im Inventar. Doch, haben wir. Haben wir auch im Inventar. Gut, dann never mind. So, wir fressen uns noch ganz kurz voll. Weil Fleisch haben wir ja. Ein bisschen was. Gut. Dann gehen wir mal higher, higher. Ja, wir sind eben müde genug. 10 Stunden oder so. So ungefähr. Damit sich das Wetter auch wieder beruhigt. Yay, es ist immer noch mitten in der Nacht. Das ist natürlich schön. So, Bartflechten haben wir. Toll. Verstauchungsrisiko, ja. Ja. Haben wir irgendwas, was wir reparieren müssen? 98, 87, das könnten wir eventuell. 86, 93, 89, 90, 82. Ich repariere das gleich mal. Natürlich. Haben wir eine Lampe? Ja, ganz bestimmt. Magnesiumfackel haben wir auch. Macht genug Krach, um wilde Tiere zu vertreiben. Gut, dass wir da nur eine oder zwei haben. Revolvermunition. Traurig, so viel haben wir nicht mehr. Wie hungrig sind wir? Nicht so mega. Aber einen Schluck trinke ich noch. Nur einen Schluck. Ganz klein. Dann, ach ja. Den hier. 25 Minuten, ja, dann ist die Lampe eh. Okay, ist er nicht. Der hier. 25 Minuten. Jetzt ist er aber leer. Immer noch nicht. Aber gleich. So, haben wir jetzt schon genug Licht. Achso, Lampenöl. Lampenöl haben wir ganz sicher nicht mehr. Nö. Das wird scheiße. Wenn wir die Lampe mal wieder brauchen werden. Weil ja. 25 Kugeln haben wir noch. Gewehrmunition. Nicht schlecht. Und 10 im Gewehr. Heißt 35 Wölfe können wir noch wegschießen. Auch geil. Okay, es ist schon hell genug. Dann. Ja, komm. Dann lassen wir uns nicht lumpen. Die auch noch. So, die Schuhe könnten wir auch noch reparieren. Das Leder haben wir eh mit. Gut.
So. Ja, passt noch. Gut. Jetzt gehen wir aber los. Schlafzeug haben wir eh. Haben wir noch irgendwas abgelegt? Vielleicht haben wir hier irgendwo noch Lampenöl. Das wäre ganz toll. Hier. Nein. Nur mal ein Beschleuniger. Gewand haben wir ja irgendwo noch was mit, das hier. Was wir nicht brauchen. Gut. Ach, verdammt, ein Kaninchenkadaver haben wir noch. Wenn ich den in die Kühlbox lege. Der hat jetzt 90%. Ja, mal schauen. Mal schauen. Sonst haben wir halt keinen Kaninchenkadaver mehr. Oder ein Schimmlicken, je nachdem. Essen und Trinken soll ich noch. So. Da kann man schon ein Steak reinpfeifen. Ganz schönes. So, und dann gehen wir raus. Dann gehen wir da in Richtung Vorratsversteck. Ich gehe über den See da nach vorn, ne? Ich werde das so machen. Ich hoffe, wir treffen keinen Wolf. Weil ja. Ich meine, wir haben ja. Wir sind ja ganz gut bewaffnet, aber. Ich möchte nicht noch mehr Fleisch mitschleppen. Wir haben jetzt noch einige Kilo Fleisch mit. Ich glaube, wir sind bei 45 Kilo. Ne, unter 40 sogar. Schön. Mit diesen Fackeln hätte ich ein paar weglegen können. Weil eigentlich brauchen wir ja maximal zwei. So, da haben wir wieder Happy Happy, wenn wir nichts mehr haben. Ich soll das Fleisch vielleicht nächstes Mal echt zu dem Typen mit rübernehmen. Wäre vielleicht nicht so blöd. Wölfe gibt's ja eh keine mehr. Ah, da hinten noch. Toll. Oh ja. Da gibt's dann wieder lecker Wolfsragout. Schön. Flusszugang, okay. So, wo muss ich ihn? Einfach geradeaus. Ach da. Oh Mann. Magnesiumfackel, bitte. Ich würde gerne Magnesiumfackel benutzen. Die habe ich aber nicht. Die ist ja effektiv. Toll, ich hab's probiert. Nehmen wir nachher mit, wir gehen ja wieder vorbei. Nimm mal mit.
Das war echt toll mit der Magnesium-Fackel. Die hat echt den Job mega gut gemacht. Muss ich schon sagen. Ich kann das Gewehr fast zu Hause lassen. Ja. Es müsste dann... Ja, da vorne irgendwo sein. Ist noch nicht so nah. Hier hinten war ich noch gar nie. Ist toll, mal was Neues zu sehen. Wölfchen haben wir eh nicht. Sonst hätte man eh schon gehört, wer auf uns zuläuft. Oh. Eine flimmernde Leiche. Schlüssel zur Seehütte 2. Und eine Gewehrpatrone. Schön. Oh. Eine Dose, eine zerdrückte. Schlinge. Das ist das Vorratsversteck? Nein, ist es nicht. Okay. Was ist da vorne? Da vorne. Da vorne. Da vorne. Ja. Wie lange brennt denn das Teil? Ellens Höhle. Sag jetzt bitte nicht, dass es oben drauf ist. Können wir da raufgehen? Der Baum liegt so. Gefunden. Eine Packung Wasserflasche, Dose Kaffee. Okay. Magnesium-Fackel geht mir mittlerweile echt schon ein bisschen auf den Sack. Aber nur minimal. So, da wird's weitergehen zum Damm. Vermute ich mal. Ja. Ja. Hört die auch irgendwann mal wieder auf? Ja, jetzt. Jetzt kann man sie werfen. Ist dann wieder mit neu? Nö, ausgebrannt. Schade. Wäre es jetzt noch gewesen, wenn wir eine unendliche gehabt hätten. Zedernast, oh ja. Es ist eh nicht kalt, also von dem her. Es ist eh egal. Weil wir brauchen wieder Holz. Holt. Noch ein Zedernast. So. 2, ja. Ein paar Stöcke. Speichervorgang. Schön.
Da läuft uns bestimmt gleich wieder ein Wölfchen entgegen. Naja. Ich wüsste nicht, woher der kommen sollte. So, da wird es theoretisch noch raufgehen. Aber ich brech mir lieber nicht die Beine. Weil wir sind gut überladen und es kommen noch einige Kilos dazu von Wolf. Alter, wenn wir jetzt 45 Kilo und ich schätze, dass der Wolf auch wieder so 4 Kilo Fleisch haben wird. Ja, wer rechnen kann, weiß, dass wir dann bei 49 Kilo sind. Ungefähr. Oh, 3 Kilo, okay. So. Achtundvierzig sind wir jetzt. Schön, und ich schmeiß mir nochmal ein Fleisch rein. Und trink nochmal einen Schluck. For much longer. Ja, cool. Was soll ich jetzt machen? Ich werde es ja nicht abnehmen. Der schleppt 50 Kilo Gepäck rum. Alter, Respekt. Aber in echt, eher nicht so. Also ein Wolf würde uns schon gut weit riechen. Gut, dann hauen wir uns noch kurz in die Hütte rein und dann muss ich mich auch schon wieder verabschieden. Weil wir sind schon wieder ganz gut in der Zeit. Die Hütte sieht von hier so klein aus. Aber die wirkt von innen viel größer. Gut, dann war's das von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ich bin raus. Ciao, ciao.